Neukölln, hallo Berlin und hallo alle im Stream. Oh, ihr Wahnsinn, ihr macht mich ganz verrückt, ich bin so excited. Willkommen zur 8. Verleihung des goldenen Aluhutes und zur 1. Verleihung des neuen, großartigen Facts Heroes Awards. Yeah! Vielen Dank, dass ihr heute alle hergekommen seid. Der Saal ist unheimlich voll. Das freut mich so unglaublich, weil ich weiß, dass wir alle schlimme Zeiten momentan erleben. Wir sind alle betroffen von der Inflation und die Eventbranche hat gerade wieder die nächste Krise, die vor der Tür steht. Und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, jetzt nochmal ein Ticket zu kaufen, in den Heimathafen zu, nach Köln zu kommen, sowieso nicht selbstverständlich. Nochmal dafür danke, dass ihr hergekommen seid. Auch noch hier in eine Straße, die nach dem Kommunisten benannt ist. Das muss man erstmal schaffen. Und dann vergeben wir hier noch einen goldenen Aluhut und den Facts Heroes Award. Dieser Applaus ist eurer. Bitte schön. Zugegeben, ich bin wirklich aufgeregt, denn erstmal dieses Intro auf der Bühne zu sehen, oder ich habe es nur von der Seite gesehen, aber ich habe heute Nacht bis um 1:30 daran geschnitten und ich bin so excited, dass ihr heute alle da seid, dass ich so viele bekannte Gesichter sehe, so viele Menschen, die unsere T-Shirts tragen und so viele Leute, die auch in Verkleidung gekommen sind. Ich mag dein Auge immer noch ganz, ganz sehr. Und es sind sicher auch Menschen heute hier, die nicht wissen, wer der goldene Aluhut ist und warum wir jetzt noch einen neuen Award vergeben. Deswegen habe ich heute eine Präsentationsfolie für euch mitgebracht. Ihr seht, ich habe keinen Presenter. Seid ihr mal so lieb am FOH? Dankeschön. Das ist übrigens auch die Startfolie meines Workshops über die Psychologie von Verschwörungserzählungen. Und da kommen wir jetzt mal schon so langsam dahin, wo ich mit euch hin will.
Ich hatte im September, und zwar ziemlich genau am 3. September abends gegen 22.26 Uhr, das weiß ich noch, weil ich habe einen Screenshot davon, eine Idee. Und ich kommentierte, die sind alle so bescheuert, die haben sich eigentlich einen Preis verdient. Und den nenne ich entweder Dunning-Kruger Award, nach dem Dunning-Kruger-Effekt, je weniger ich weiß, desto kompetenter halte ich mich, oder goldener Aluhut, weil auch Negativpreise sind ja erfahrungsgemäß golden und Aluhut ist das Synonym für Verschwörungserzählungen. Also nehmen wir das. Und die Leute, mit denen ich da unterwegs in dieser Gruppe war, die haben Beifall geklatscht, die haben gesagt, das musst du machen, Julia, sonst macht das irgendwer anders. Und ich sagte, ja gut, dann machst du das halt. Und daraus erwuchs diese ganze Geschichte, wo wir heute sind. Ich habe die Facebook-Seite angemeldet. Wir haben den Hashtag muss man wissen etabliert. Das ist ein Zitat von Dr. Axel Stoll, der berühmte promovierte Naturwissenschaftler der Herzen, der Reichsflugscheibenforscher, der hat nämlich immer gesagt, bei seinem Neuschwabenland-Stammtisch, das muss man wissen, das wissen nämlich die wenigsten. Und wer hat das Warsteiner bestellt? Du, ne? Ja, genau. Und ja, möge er in Frieden ruhen, wir verleihen ja auch an seinem Geburtstag, dem 30. Oktober, das hat ja alle den Sinn, was wir hier heute machen. Das ist ja nicht nur Fun and Games. Ja, und dann kam die Pandemie. Und wir waren gefragter denn je. Ich war vorher schon in der Bildung unterwegs. Ich habe an Schulen gesprochen, ich habe im Landtag NRW gesprochen, an Universitäten gesprochen. Aber jetzt, wo Verschwörungserzählungen in der Gesellschaft so bekannt geworden sind und die Massen auf die Straße gegangen sind und diese Bedrohung, vor der wir immer gewarnt haben, der rechte Terror, wirklich greifbar in unsere Nähe gerückt ist, da waren wir gefragter denn je. Und es ist, wie gesagt, nicht nur Fun and Games mit Aluhutverleihung, sondern wir haben primär uns dieser Bildung verschrieben. Das ist ja auch der Grund, womit wir gemeinnützig festgestellt sind, ist die Erwachsenenbildung. Und genau das tun wir. Wir machen Workshops über die Psychologie von Verschwörungserzählungen und übers Faktenchecken. Wir bringen den Leuten bei, wie sie eben nicht drauf reinfallen, wie sie selber Handlungsfähigkeit erlangen im Umgang mit Verschwörungserzählungen. Und deswegen habe ich heute dieses Jahr gesagt, weißt du was, zu meinem Kollegen Rüdiger, ich habe keinen Bock mehr auf den goldenen Aluhut. Die Awareness ist da. Die Pandemie hat uns in der schlimmsten Art und Weise unter die Arme gegriffen, weil ich habe das ja nur gemacht, um Awareness zu erzeugen und Spaß zu haben. Aber prima die Awareness. Und die ist jetzt da. Und ich habe viele tolle Organisationen kennengelernt und getroffen, die nicht diese Awareness haben wie wir, wo die Leute nicht wissen, ah ja, goldener Aluhut, es gibt es ja irgendwo, gibt es ein Wort für Verschwörungserzählungen, die google ich mal. Und ich habe eine Bühne und ein Publikum und einen Stream. Und diese Gäste möchte ich heute auf meiner Bühne begrüßen und freue mich auch sehr, dass ihr so großartig mitgevotet habt, denn dieser Facts Heroes Award, den wir heute zum ersten Mal verleihen, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und wir sind alle so super aufgeregt und freuen uns auf diese großartige Verleihung, dass ihr die mit uns feiert. Das bedeutet uns die Welt, wie gesagt, gerade in diesen Zeiten der Krise. Ich glaube, ich habe meine Zeit der Anmoderation jetzt bestimmt schon aufgebraucht. Ich bin auch durch mit meiner Folie. Also vielen Dank, dass ihr mir diese Geschichte nochmal abgenommen habt. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz meinen Kollegen auf die Bühne bitten, Rüdiger Reinhardt. Ja? Den kennen wir ja auch schon. Hallo, von den vergangenen Abend. Verleihungen. Facts Heroes Award. Facts Heroes Award, Rüdiger, du bist ja unser Faktenchecker. Genau. Was war dein erster Gedanke, als ich auf dem Balkon zu dir gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf den goldenen Aluhut, lass uns Facts Heroes Award machen? Ja, das machen wir. Ja, Pragmatiker halt eben. Aber wir haben, wie gesagt, goldenen Aluhut verleihen wir trotzdem. Wir haben auch wieder drei großartige Preisträgerinnen und Preisträger, die natürlich nicht erschienen sind. Ja, gab nicht mal eine Antwort von Frau Wagenknecht. Wir haben es versucht. Und Servus TV hat auch nicht geantwortet und Astrotoni hat, die Mail ist vielleicht von der flachen Erde gefallen. Nun gut, aber die gehen natürlich dann wieder in die Versteigerung zu eBay, aber die Facts Heroes Awards werden alle abgeholt. Das ist natürlich sehr schön. Und jetzt wollen wir auch schon den ersten Award vergeben. Mit dem goldenen Aluhut. Und wir haben wieder ein ganz tolles Video für euch mitgebracht. Ja, ne? Das konnte ich mir dieses Jahr nicht kneifen, dann noch Schwurbelzitate unter die Kategorien zu setzen. Freut euch mal auf Esoterik, ja, nachher. Da kommt noch was. Richtig. Und wir haben auch hier wieder ein wunderbares Video für euch, denn immer nur die Preisträger ist ja langweilig. Hier sind die Top 5 im goldenen Aluhut Gesellschaft und Politik. Macht's ab.
Eindeutige Geschichte, würde ich sagen. Der goldene Aluhut in der Kategorie Gesellschaft und Politik geht dieses Jahr also an Sarah Wagenknecht. Nun, was soll man sagen? Ich habe letztens einen Spruch gehört, irgendwie Wagenknechten sei wie links blinken und rechts abbiegen. Die Sache ist, wenn man sich in der Historie das mal anschaut, dann sieht man schon ein Muster oder vielmehr eine gemeinsame Richtung der Äußerungen in der letzten Zeit, der Tendenz halt dieser Russlandnähe. Und man braucht doch gar nicht so viel weiter zurückzugreifen, dann ist man halt bei den entsprechenden Impfmythen, bei halt, ja, den ganzen Geschichten, die wir auch den ganzen Jahren vorher schon von den ganzen Querdenken-Geschichten kannten. Und deswegen in mehrfache Disziplin quasi halt angetreten und ja, verdient gewonnen. Sarah Wagenknecht, wo steht sie hier? Da, genau. Sie war natürlich, ja, wir haben das Büro angeschrieben, es kam keine Antwort, deswegen geht dieser Award auch jetzt leider nicht in das Parteibüro, sondern an euch, wenn ihr ihn steigern wollt. Dazu habt ihr später noch die Chance dann auf eBay wie jedes Mal. Und ja, damit kommen wir jetzt zum weiteren Teil. Ich sehe, mein Typ wird schon wieder verlangt. Ich muss euch was über Politik und Verschwörungserzählungen erzählen. Ja, ich merke das schon. Ihr habt ja sehr applaudiert für Michael Ballweg. Da habe ich hinter der Bühne wirklich geschmunzelt. Das finde ich unheimlich sweet. Er hat sich ja auch 2020 so unheimlich um den goldenen Aluhut bemüht. Kennt ihr eigentlich die Geschichte? Ein paar von euch, ne? Aber ich erzähle sie euch gleich. Aber jetzt erstmal noch eine andere Sache, warum das so wichtig ist, dass wir auf der gesellschaftlichen Ebene Aufklärungsarbeit leisten, dass wir Gegenrede leisten, dass wir uns gegen diese Strukturen stellen und dass wir vor allem Handlungsfähigkeit erlangen im Umgang mit den Verschwörungserzählungen und Fake News und der ganzen Propaganda, indem wir sie erkennen, unsere Rechtsmittel zum Beispiel auch kennen oder unsere Handlungsmöglichkeit, unsere Anlaufstellen kennen, indem wir einfach kompetent sind in diesen Dingen. Das ist nicht selbstverständlich. Und da ist es wichtig, dass wir gesellschaftliche Organisationen haben, private Akteurinnen und Akteure oder Leute mit Fachkompetenzen in ihren Berufen, die sagen, ich mache das, ich stelle mein Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung und ich möchte sozusagen zur Education der Bevölkerung beitragen. Ein schönes Beispiel, das ich immer wieder an dieser Stelle anbringe in meinen Workshops, ist, falls ihr das mitbekommen habt, die Sache im Mai in Zwickau mit dem Stadtfest Zwickolöa. Da wollte das Stadtfest jetzt nach der Pandemie die Stadt Zwickau ein schönes Fest machen und mit 40 Schaustellenden und da mit richtig Brimborium und Party, und das sollte auf dem Rathausplatz halt vor dem Rathaus stattfinden. Das ist auch schon seit Monaten geplant und die Leute freuen sich, aber so eine kleine Gruppe rechter Peoples hat sich gedacht, nee, da machen wir unsere Demonstration, wenn die ihr interkulturelles Stadtfest haben. Und dann ist das Ganze sogar bis vors Verwaltungsgericht gegangen und das Gericht musste urteilen, dass das Stadtfest mit den 40 Schaustellenden nicht stattfinden darf, weil 10 Rechte auf diesem Gelände demonstrieren wollten, weil eine Demonstration von der Verfassung geschützt ist, ein Stadtfest aber nicht. Das heißt, genau, da kann man ruhig mal buhen. Richtig. Das heißt, sie nutzen unseren Rechtsstaat gezielt aus, sie nutzen ihre Rechtsmittel aus, um ihre Interessen durchzudrücken. Und das ist etwas, da können wir uns nicht einfach so dagegen wehren, indem wir sagen, wir schaffen jetzt einfach die Verfassung ab, weil da sind wir nämlich genauso wie die. Das heißt, wir müssen auch hier unseren Umgang damit finden, und das ist einfach unheimlich wichtig, wenn uns Leute mit ihren Fachkompetenzen hier zur Seite stehen. Und deswegen haben wir auch natürlich einen Facts Heroes Award für genau diese Kategorie ins Leben gerufen, für Gesellschaft und Politik. Durfte ich ganz kurz bitten, Dankeschön. Auch hier wieder mit einem schönen Zitat von Karl Popper, den ich einfach auch immer unheimlich gerne zitiere, zwar mit seinem Toleranzparadoxon, aber hier hat er gesagt, unsere Einstellung der Zukunft gegenüber muss sein, wir sind jetzt verantwortlich für das, was in der Zukunft passiert. Und das ist nicht nur jetzt betreffend auf die Klimakrise der Fall, das ist natürlich auch betreffend für unsere gesellschaftliche und politische Situation der Fall. Und deswegen möchte ich euch jetzt wirklich mit ganz, ganz großer Freude unsere Top 5 im Voting um den Facts Heroes Award 2022 vorstellen. Mats ab! Thank you.
ich lasse euch erstmal applaudieren. Das ist ein verdienter Applaus, auf jeden Fall. Das ist, den dürft ihr gleich nochmal geben, wenn er auf die Bühne kommt, das ist euch hoffentlich klar. Ich finde das so großartig. Was für ein Ergebnis vor allem auch. Also mit der Pole Position ins Rennen gestartet und dann wirklich straight durchgezogen. Wir haben natürlich auch in die Nominierung mit reingeschrieben. Also ich gebe auch zu, ich habe ihn auch mitnominiert, klar. Weil wir natürlich eine persönliche Vergangenheit miteinander haben. Michi Ballweg hat es ja leider wirklich nicht so weit gebracht im Voting. Aber das ist die Vorgeschichte, wie Shannon und ich uns kennengelernt haben. Denn es war so, dass Ralf Ludwig, dieser Haus- und Hofanwalt von Herrn Ballweg, mich versucht hat, rechtlich zu benennen, weil ich ja Herrn Ballweg 2020 wegen Wahlbetruges der Anhängerschaft aus dem Voting genommen habe. Ich habe immer, wirklich, das ist der Joke, ich habe immer daran gedacht, ich werde mal vielleicht rechtlich belangt, weil ich den Award vergebe. Dass ich belangt werden soll, weil ich ihn nicht vergeben habe. Das hätte ich mir im Leben nicht gedacht. Und dieses Pamphlet, was er mir geschrieben hat, das war halt eben schon so ein bisschen grotesk und er wollte den Award halt haben bis, keine Ahnung, 16.10. Und hat, das war sein Kapitalfehler. Das Mandat angezeigt für die Organisation Querdenken, vertreten durch Michael Ballweg. Okay. Und was haben wir gemacht? Also gut, wir haben uns dann darüber kennengelernt, weil ich einen Anwalt gesucht habe. Und was haben wir gemacht? Wir haben halt erstmal überprüft, ob diese Organisation Querdenken, die da vertreten wird, überhaupt existiert. Also steuerrechtlich, Rechtsmittel kennen, das ist der wichtige Punkt. Und siehe da, sie hat nicht existiert. Und da haben wir angesetzt. Ich habe dann ausgeholt mit der negativen Feststellungsklage. Jetzt können wir es ja sagen, das war ein Nebelkerzenprozess. Ihr glaubt doch nicht, dass ich um einen 50-Euro-Acryl-Award prozessieren will. Aber das war unsere Chance, ja, weil halt eben rauskam, die gibt es gar nicht, die Organisation. Also das Finanzamt kennt sie nicht, niemand weiß, wer sie ist. Sie ist ein Nebelkonstrukt. Genau. Und da setzen wir jetzt einfach mal an. Und dass der Michi jetzt im Kettchen sitzt, ist zum großen Teil diesem Kapitalfehler seines Anwalts verschuldet. Ja, jawohl, der Applaus ist für Ralf. Schöne Grüße nach Stuttgart. So. Aber genug der lieben Worte. Ich möchte bei den allerersten, überhaupt meinen allerersten Positiv-Award auf der Bühne vergeben, überhaupt und jemandem in die Hand drücken, der auch wirklich da ist. Jetzt könnt ihr bitte euren Applaus nochmal geben für Rechtsanwalt Shanjo Yoon. So, erst gibt's Geschenke, ein Merch-Täschchen und wirklich von Herzen thank you for making facts great again. Jetzt beginnen meine 10 Minuten. Gleich. Noch nicht. Gleich. Du darfst erstmal noch mit deinem Award ganz, ganz toll aussehen fürs Publikum. Warte, ich nehme dir mal dein Mikrofon wieder ab. Ich weiß, ich habe sonst einen Presenter in der Hand, das ist grauenhaft. Ja, gleich was anziehen. Nein. Genau, Rüdiger nimmt es dir ab. Mensch, ich bin ehrlich gesagt sprachlos, weil ich sprachlos bin. Bist du auch sprachlos? Sieht so aus, ne? Ja, ne? Also, wer hätte das gedacht, dass wenn das vor 2 Jahren, als wir diesen Kontakt genau, aufnahmen, da müssen wir ansetzen, Julia. Ja. Und bei der Gelegenheit müssen wir Anke erwähnen, denn Anke hat uns zusammengebracht. Wo, Anke, wo sitzt du? Am Merch. Da hinten an der Ecke, weil es war Ankes Idee. Meine ich beste da Freundin, einen komm mal kurz auf die Bühne. Nein, Anke. Anke kenne ich ja schon aus dem Facebook-Prozess. Anas Modamani gegen Facebook ein paar Jahre vorher. Und es war Anke, die auf Facebook gesagt hat, Shanjo, schau dir das mal an. Und ich habe mir das dann angeschaut und dachte mir, das sieht aus wie Jura. Das ist so eine richtige Abmahnung. Und dann schaut man sich es genauer aus und das sagt, nein, das ist nicht Jura, das ist Quatsch. Es ist Quatsch-Jura. Und so entstand dieser Hashtag Quatsch-Jura. Und vielleicht bei der Gelegenheit, anscheinend habe ich 30.000 Follower auf, wie heißt das Ding, YouTube und fast 70 auf diesem Vogelding. Genau. Und wer von euch folgt mir momentan auf einer der beiden Plattformen? Ja, genau, danke. Und wer von euch kannte mich vor 3 Jahren schon? Kein, ihr geltet nicht. Aber seht ihr, der Punkt ist, dass alles, was in den letzten 2 Jahren bei mir passiert ist, liegt
an Michi Ballweg eigentlich, ne? Ja, also Michael Ballweg verdient eigentlich den Facts Hero Award und den goldenen Aluhut. Wollen wir ihm vielleicht nachträglich einen kleinen goldenen Aluhut spenden? Also und springen wir vorbei nach Stammheim am Samstag? Das können wir. Das wir müssen uns einfach da drunter. Sollen wir das machen? Sollen wir? Ja? Ja? Dann machen wir. Also natürlich ist Michael Ballweg nicht im Gefängnis, weil er den Aluhut verklagt hat. Das hat er schon selbst angesteckt und rausgefunden hat die Staatsanwaltschaft und die Steuerfahndung. Ich meine, dass die da einen kleinen Tipp bekommen haben, sie wären ja schon selbst drauf gekommen. Also das wäre auch ohne uns möglich gewesen. Es hätte halt nur 5 Jahre gedauert. Aber also er ist halt der Erste jetzt, der sozusagen fertig abgewickelt wurde. Und also fertig ist es noch nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung. Es gibt nur einen dringenden Tatverdacht und möglicherweise Fluchtgefahr. Aber das heißt nicht, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Natürlich nicht. Das ist selbstverständlich. Es ist nur alternative Jurafakten. Soll ich dir das wieder abnehmen? Kann ich. Den kriegt er nachher wieder. Den kriegt ihr nicht. Oh. So, jetzt darfst du mein Publikum für deine Propaganda missbrauchen. Oh ja, das mache ich. Das machen wir, ne? Ja, okay. Das ist gut. Also, die Geschichte, wie wir zusammengekommen sind, die habe ich schon erzählt, aber ich habe mal die letzten Tage ein bisschen geguckt nach dem Hashtag Quatschjura und habe mal geguckt, was ist denn da in der Vergangenheit so an Quatschjura entstanden und vielleicht erkennt ihr manche Sachen wieder. Ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht. Zum Beispiel, Ladenschließungen sind unfair, ziviler Ungehorsam steht über dem Recht, wenn alle mitmachen, ist das legal. Das ist Quatschjura von Wir machen auf, vielleicht erinnert ihr euch. Weil Masken gesundheitsgefährdend sind, muss jeder Arzt unbesehen Atteste ausstellen, sagte Ralf Ludwig. Das ist Quatschjura. Das Angebot von Impfungen verstößt gegen das Heilmittelwerbegesetz. Deswegen Strafanzeige, auch Quatschjura. Schenkungen unter 20.000 Euro sind steuerfrei und deswegen muss auch der Empfänger sie nicht versteuern. Oh, schmerzhaftes Quatschjura, Michael Ballweg. Ja. Leila, die Stadt erlässt ein behördliches Verbot. Das war auch Quatschjura vom Justizminister. Eigentlich war es eher Fake News, denn er hatte einfach den Sachverhalt falsch erfasst, aber dann kommt natürlich auch eine falsche juristische Folge mal raus. Organisation Quäniken 711 hat einen Anspruch auf den goldenen Aluhut. Gut, das wissen wir, das war Quatschjura, das hat nicht funktioniert, von Ralf Ludwig. Angestellte begehen Nötigung, wenn sie auf Masken bestehen und der Arbeitgeber oder Ladenbetreiber verstößt gegen das Antidiskriminierungsgesetz. Auch das ist Quatschjura, nachzulesen auf Twitter in den letzten 2 Jahren. Wir brauchen keine Anmeldung, wenn wir spontan demonstrieren, denn das ist ja eine Spontandemo und die ist erlaubt. Das ist das, was Julia ansprach. Die versuchen, den Rechtsstaat mit den eigenen Mitteln im Grunde an der Nase herumzuführen. Aber natürlich ist eine Spontandemo, wenn sie vorher geplant ist, keine Spontandemo. Wenn Kosten geteilt werden, wenn man sich in einem Vergleich vereinbart, wir machen Kostenaufhebung, dann gilt das nicht für Querdenker, meinte Michael Ballweg. Das war auch Quatschjura. Und da wurde einfach so klar, als wir in den letzten Zügen versucht hatten, diese negative Feststellungsklage aus der Welt zu schaffen, dann hatten wir fast den Eindruck, wir haben es hier mit Profis zu tun, sagen wir so, Herr Ballweg, wir nehmen Klage zurück, wir machen Kostenaufhebung. Und dann am Schluss sagt er, nee, aber Kostenaufhebung, ich trage doch nicht die Hälfte der Kosten. Und vielleicht könnte Herr Ludwig das Ihnen erklären, aber Querdenker denken an der Stelle quer. Das ist jetzt nicht der Grund, warum er im Gefängnis sitzt, aber das war so das Letzte, was ich gehört hatte, bevor er. Ja. Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zu Pflicht. Das, meine Damen und Herren, ist nicht Quatschjura, das war Bert Brecht. Aber das verwenden die Querdenker. Wenn sie dann nämlich zum Beispiel sagen, wenn man mit einem Kinderwagen gegen eine Polizeisperre schiebt, muss die geöffnet werden. Das ist Quatschjura. Schmerzhaftes Quatschjura, aber leider für die Kinder in Schweinfurt auf der Querdenken-Demo. Oder die Klimaspinner von der Straße zu rupfen, auch wenn dabei Haut kleben bleibt, kann im Einzelfall zulässig sein. Rechtsmals Steinhöfel in der aktuellen Bild-Zeitung, denn da steht oben drüber, Notwehr ist ein scharfes Schwert, sie gestattet alles, was erforderlich ist, um eine Strafzeit sicher und endgültig zu beenden. Und das, meine Damen und Herren, ist das Problem, dass sich diese Mythen, wenn sie beinahe richtig sind, durchsetzen. Denn was es wirklich bedeutet, lesen Sie mit Bild Plus, was genau das juristisch bedeutet, was keiner macht. Und wenn der Staat Masken vorschreibt, ist eben Notwehr aus dem Grundgesetz geboten. Quatschjura von diesem AfD-Ex-Abgeordneten und vielen, vielen anderen, die sich auf grundgesetzliche Notwehr berufen. Und wenn ein Verkäufer in Idar-Oberstein verlangt, dass man eine Maske trägt, um Bier zu kaufen,
dann ist es eben geboten, Notwehr zu üben, etwas zu unternehmen und dann schießt man. Und das ist tragisch, das ist nicht lustig, das ist das, was dabei rauskommt. Falsche Informationen führen zu Gewalt, sie führen zu Tod, in jedem tragischen, verfluchten Einzelfall immer wieder. Und das ist jetzt der Höhepunkt, der überhaupt nicht witzig ist. Ich weiß, dass das sozusagen jetzt hier nicht der größte Lacher ist. Denn das ist das, was passiert, wenn wir den falschen Informationen, falschen Fakten nicht entgegentreten. Wenn wir es zulassen, dass andere Leute die Deutungshoheit über unsere Demokratie übernehmen. Aber bei der Gelegenheit, wenn die Stimmung hier sowieso schon so niedrig ist. Dankeschön, dass ihr es ein bisschen aufheitert. Wir dürfen denen nicht auf den Leim gehen, wenn wir noch so genervt sind. Wir müssen darauf achten, dass wir selbst mit den Mitteln des Rechts auf der richtigen Seite bleiben. Denn Fakten richtig zu stellen, ist leicht, wenn man auf der richtigen Seite steht, wenn die Fakten für das spricht, woran man sowieso glaubt. Die Herausforderung besteht dann, wenn es mal anders aussieht, wenn man tatsächlich sich an Fakten halten muss. Wenn zum Beispiel auch Straftaten begangen werden gegen die, die es verdienen würden. Das macht die Sache richtig schwierig und mit diesem Appell möchte ich hier enden. Die Fakten sind nicht gepachtet, nur weil man glaubt, auf der richtigen Seite zu stehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ein Applaus. Großartig, dass ihr das so feiert. Ich liebe euch. Wirklich, ich liebe euch. Deine Wort, den kriegst du gleich. Ja, gut, dann machen wir. Ja, der gute. Ja. Seht ihr, ich habe meinen Orgoniten vergessen und deswegen sind wir jetzt alle so verwirrt. Das ist irgendwas, ist immer. So, jetzt habt ihr ganz, ganz wunderbar gejubelt und applaudiert. Jetzt bitte ich euch gleich wieder ein bisschen zu buhen. Ja, wir haben wieder einen goldenen Aluhut zu verleihen und gehen in die nächste Kategorie. Medien und Blogs, aber noch nicht mal ab Sekunde. Ich habe hier ein Zitat angebracht von Jürgen Elsässer, der auch hier wieder in Voting erschienen ist mit seinem Kompakt-Magazin, der hier da sprach, mein Name ist Jürgen Elsässer, ich bin Deutscher und ich will nicht zulassen, dass das wunderschöne Land vor die Hunde geht. Und das schreibt er auch regelmäßig in seinem Magazin. War bereits mal Preisträger bei uns, aber dieses Jahr hat es nicht gelangt. Zum Glück. Aber hier sind eure Top 5 im Voting um den goldenen Aluhut in Medien und Blogs. Thank you.
Herzlichen Glückwunsch an Servus TV. Medien und Blogs, Medien, die eine Reichweite haben und Medien, die auch noch so etabliert sind oder auch so anerkannt und schon bekannt wie Servus TV, ist ja gestartet 1995 als Salzburg TV, Privatsender in Österreich, wurde dann gekauft von der Red Bull Media Holding und dann entwickelte sich halt zunächst ein Format, natürlich halt auch um die Red Bull Sport Events zu propagieren, um natürlich halt auch ein vielfältiges auch Familienangebot zu bieten mit Dokumentationen und kulturellen Angeboten, an sich sehr schön. Es gab sehr interessante Talks im Hangar 7 zu der Zeit, damals 2012 war das, da war Neil, nee, 2011 war das, Neil Armstrong und Alexei Leonov zu Gast, der erste Mensch auf dem Mond und der erste Mensch gewesen wäre, wenn die Russen es gewesen wären. Und es war eine großartige Runde. Ja, und jetzt sitzt in so einer Runde ein Wodak, Bhakti und das Corona-Quartett. Und das ist natürlich das Problem, wenn so ein Medium eine Bühne bietet für solches Gedankengut, dann ist das natürlich ein, es geht in die Gesellschaft und ist es dort schwierig, wieder wegzubekommen. Und wenn man sich anschaut, Ferdinand Wegscheider als Intendant und Programmdirektor, auch seine Kolumne, der Wegscheider, das, also wenn man sich ein wenig mit der österreichischen Politik auskennt und ernsthaft befasst und sich dann den Wegscheider antut, Euder, also gucke ich lieber mit dem Fernglas in die Hölle, aber Scherz beiseite, das ist brandgefährlich und Chanjo hat es eben schon gesagt, aus dieser ganzen Radikalisierung, aus diesen ganzen Fake News entsteht auch Hass, entsteht auch Hetze, entsteht auch im schlimmsten Fall Gewalt. Und da müssen wir alle gegen anstehen und den Finger drauf zu zeigen, dass so ein Sender so etwas tut, das ist wichtig, das müssen wir als Gesamtgesellschaft tun und das ist unser Beitrag dazu, nein, euer Beitrag, dass ihr Servus TV auf den ersten Platz gewählt habt. In diesem Sinne, danke. Auch hier, wie gesagt, haben wir das Problem, aber ein Problem ist es für uns eigentlich nicht, das ist für uns eher dann, für euch dann wieder schön, weil ihr dann ihr Wort dann mit nach Hause nehmen könnt, wenn ihr eine steigert, weil es hat sich niemand gemeldet von der Pressestelle. Red Bull Media und auch die Pressestelle von Servus TV schweigen. Nun, das haben sie jetzt davon. Sie hätten ja, na gut, dann haben sie halt nicht. Hauptsächlich, ja. Der geht zu eBay. Ihr kriegt diesen Award, das ist alles überhaupt kein Problem. Kennst du den Witz? Kommt ein Pferd in eine Bar? Warum nee. So lange die Sicht? Also. Ja, war jetzt nochmal ein kleiner Scherz zu Servus TV. So, wir sind jetzt auch tatsächlich schon bei dem ersten Block angekommen beim Ende. Und ihr dürft jetzt euch nochmal ein Bier holen, könnt jetzt nochmal an die frische Luft gehen. Wir schließen jetzt nochmal die Türen auf, damit ihr mal ein bisschen durchlüften könnt. Und dann sehen wir uns in 15 Minuten wieder. Ihr im Stream bekommt ein lustiges Pausenprogramm und ihr dürft euch nochmal eindecken. Und dann vergeben wir den nächsten Facts Heroes Award und zwar in Medien und Blogs. Bis gleich. Bis gleich. Make Facts Great Again. Wie schön, dass gerade mal ein Positivpreis vergeben wurde. Zum Glück hat die Aufklärungsarbeit rund um die Thema Verschwörung in den letzten Jahren zugenommen. Einer, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, ist der erste Gewinner des heutigen Facts Heroes Awards. Chanjo, schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, ich freue mich total, hier zu sein. Wir haben ja gerade gesehen, 40% unserer Community hat für dich gewählt. Was bedeutet dir diese Auszeichnung? Also ich finde es total verrückt, weil ich habe auch gesehen, wie knapp das in den anderen Kategorien war. Und ich habe am Anfang da reingeschaut in die Zahlen und dachte mir, das kann nicht sein, das ist irgendwie eigenartig. Aber es blieb ja die ganze Zeit, obwohl immer mehr Stimmen abgegeben worden sind, war das weiterhin da vorne. Und ich habe mir eigentlich nicht träumen lassen, dass Jura, dieses langweilige Thema Jura, tatsächlich Leute interessieren kann. Also. Wir haben es ja jetzt gerade ganz kurz schon mal gehört auf der Bühne. Ihr habt ja eine spannende Vorgeschichte. Wie ist es denn jetzt für dich, hier zu stehen und einen Award in den Händen zu halten? Macht es das dann noch besonderer oder ist das irgendwie, wie fühlt sich das an? Ja, das ist irgendwie naheliegend, nicht? Weil ich glaube, man kann nicht oft genug betonen, ohne den goldenen Aluhut hätte es dieses Thema, meinen Kanal, nicht gegeben. Also ich habe das Thema Quatschjura eigentlich erst begriffen, als es den goldenen Aluhut gab, als dann Ralf Ludwig und Michael Ballweg auf die Idee kamen, mit quatschigen juristischen Argumenten zu versuchen, diesen Aluhut zu bekommen. Und dann sah man, wie oft das Methode gemacht hatte. Und ich glaube, das wäre an mir vorbeigegangen, wenn Julia nicht gewesen wäre. Du hast gerade schon gesagt, Quatschjura, du hast ja einen YouTube-Kanal, einen sehr erfolgreichen, ich glaube, mit über 30.000 Abonnenten. Es nennt sich, glaube ich, oder du hast so einen schönen Begriff, neben Quatschjura gibt es noch diesen Begriff juristische, wie nennst du das? Musst du mir mal schnell weiterhelfen.
Also falsche juristische Fakten, das ist halt das Geschäftsmodell, was von Querdenkern betrieben wird, dass sie versuchen, Leute dadurch einzuschüchtern, indem sie Argumente, die man nicht sofort widerlegen kann. Und das hat man eben ganz oft bei Jura. Man beruft sich auf einen Paragraphen, man hat ein Argument und dann denken Leute, die es nicht sofort widerlegen können. Und das können die meisten Laien ja nicht. Da muss ja irgendwas dran sein. Und ich habe den Eindruck, Quatschjura funktioniert sogar besser als Quatschwissenschaft, weil bei wissenschaftlichen Fakten kommt man doch irgendwie schneller auch dahinter. Gerade bei neuen Quatsch-Jura-Ideen, sowas wie nächsten Montag sagen wir, dass alle Lehrer sich strafbar machen, wenn sie Masken verlangen, das lässt sich so schnell nicht widerlegen, weil man auch länger braucht, um es richtig zu stellen. Gibt es denn bestimmte Themen, wo du sagst, da sind die User besonders interessiert? Also die Pandemie hat elektrisiert und wir sehen allerdings auch, dass die Leute sich vor allem für Protagonisten interessieren. Die interessieren sich für Personen. Das sind aber nicht unbedingt die juristischen Fragestellungen, aber anhand dieser Handlungen kann man ganz viele spannende Sachen erklären. Also beispielsweise der Unterschied zwischen Wertäußerung, Tatsachenbehauptung und der amerikanischen oder deutschen Verfassung ist jetzt für sich noch nicht so wahnsinnig spannend. Aber wenn es den Unterschied macht, ob sich jemand strafbar macht oder nicht, ob etwas entfernt werden muss, nicht, und das konkret an einem Beispiel von einem Querdenken-Anwalt oder Arzt oder dergleichen, dann hören die Leute zu und interessieren sich dann auch für die juristischen Argumente. Und das ist spannend. Vielleicht auch, weil du es schaffst, den Leuten begreiflich zu machen. Das ist ja auch kein einfaches Gebiet, Jura. Das ist klar, dass Juristen natürlich nicht anfangen dürfen, wie in der Vorlesung zu sagen, so, ich fange jetzt erstmal an mit den Definitionen und dann überlegen wir, was die Probleme da drin sein können. Natürlich, man muss schnell zu den Fakten kommen und es stellt sich heraus, Jura ist nicht so kompliziert. Also man kann es reduzieren auf die Sachen und kann ja durchaus sagen, wir könnten es noch komplizierter machen, aber für das Erste reicht es aus, das ist ein Werturteil, das ist eine Tatsachenbehauptung. Tatsachenbehauptungen müssen richtig sein, ansonsten hat man einen Anspruch. So einfach kann man es eigentlich machen, wenn man sich traut, die Komplexität einfach auch mal wegzulassen. Und das geht auf YouTube. Dann vielleicht ein bisschen eine gemeine Frage, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand im Internet betroffen ist von Hetze, von Hasskommentaren, gibt es was, wo du sagst, so kann man juristisch dagegen vorgehen, einfach erklärt? Dummerweise sind die Sachen oft nicht einfach. Also wenn man Opfer von Hasskriminalität ist, ist Jura vielleicht der Weg, aber nie ein ganz leichter Weg. Es gibt manchmal so Shortcuts. Es gibt Situationen wie zum Beispiel Abmahnungen, wo man sagen kann, brauchst du dich nicht drum kümmern, leg sie einfach beiseite. Das ist sozusagen die einfachste Erklärung mit der einfachsten Lösung. Aber Menschen, die angegriffen, bedroht werden, die in einem Shitstorm sitzen oder wo sich so eine ganze Community von Hetzern auf sie stößt, da braucht man sehr, sehr komplexe Antworten und da ist Jura dann nur ein Teil davon, weil wir können mit Jura viele Sachen lösen, aber eben nicht alle. Aber was würdest du den Leuten raten? Was sind die ersten Schritte? Was kannst du konkret Menschen an die Hand geben? Also tatsächlich, wenn es darum geht, dass Inhalte auf sozialen Medien sind, hat man natürlich diese Meldefunktion und da darf man nicht locker lassen, wenn man dann die Antwort von Twitter oder Facebook oder Google bekommt, dass es nicht gegen Gemeinschaftsstandards verstößt. Die sind sensibler geworden mittlerweile. Man muss da dranbleiben und schreibt die direkt per E-Mail an und erklärt, warum das jetzt hier rechtswidrig ist und kündigt dann auch die rechtlichen Schritte an. Dann kann man auf diese Weise oft rechtswidrige Inhalte entfernen oder rechtswidrig gesperrte Kanäle auch wieder freischalten lassen. Wichtig ist, dass man sich am Anfang überlegt, kann ich es aushalten oder nicht? Und wenn nicht, dann muss man auch schnell sein und sich auch die nötige Hilfe holen. Da gibt es auch Beratungsstellen mittlerweile dafür, für Hass und Hetze, wie zum Beispiel HateAid, die prima Arbeit dabei machen, um Leute zu unterstützen. Das heißt aber auch, unsere Community kann sich auch dann an dich richten, oder? Absolut. Also ich bekomme viele Anfragen und in den meisten Fällen sage ich, ich kann nicht vertreten. Aber ich kann immer in allen Fällen irgendwo einen weiteren Tipp geben, wo man sich hinwenden kann. Und häufig ist es auch in der Community Hilfe da. Also es ist das Ungewöhnliche, dass diese Community wahnsinnig schnell zur Hand ist, wenn jemand in Not ist. Selbst bei einem kleinen Problem versucht jeder eigentlich irgendwie zu helfen. Jetzt kann es manchmal sein, dass die Community die Lösung nicht hat. Wie zum Beispiel jetzt hier mit der Kinderarztpraxis, die in dieser Woche gedoxt wurde und bloßgestellt wurde mit Teufelshörnern. Die haben richtig Stress im Augenblick, aber es gab ganz, ganz viele Hilfsangebote und ich hoffe, die haben sich mittlerweile auch Hilfe geben lassen. Ich denke, die sind versorgt, aber das Problem ist deshalb noch lange nicht gelöst. Super, ich danke dir. Vielen lieben Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Der Goldene Aluhut ist eine gemeinnützige Organisation und deswegen auf Spenden angewiesen. Also bitte Leute, spendet oder wenn ihr hier seid, könnt ihr auch zum Merchstand kommen. Ich zeige euch den jetzt mal. Danke dir. Julia. Hi. Hi. Erzähl mir
mir doch mal bitte, was ist hier so Besonderes zu kaufen? Ja, das ist unser cooler Merchandise-Stand. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Das habe ich alles selber bedruckt. Der Rüdiger und ich drucken nämlich unsere Merch selber so richtig mit Herzblut, weil es einfach mega Spaß macht. Und wir möchten, dass ihr qualitätsmäßig gute Produkte bekommt, direkt von uns produziert. Was geht am besten weg? Was meinst du, ist so der Top-Seller heute? Eigentlich immer diese Glow-Shirts. Die sind nämlich mega cool, weil die im Dunkeln leuchten. Richtig fetzig. Ich weiß nicht, das sieht man, glaube ich, jetzt gar nicht, weil hier zu viel Beleuchtung drumherum ist, aber das ist so echt unser Top-Seller. Diese mega coolen Make Facts Great Again Glow in the Dark Shirts. Für 25 Euro gehören sie euch. Jetzt ist es ja leider so, dass nicht alle hier sind. Es gibt ja viele, die gerade online zugucken. Wie können die jetzt so ein tolles T-Shirt bekommen? Zum Beispiel bei uns im Shop kaufen. Diejenigen, die heute nicht verkauft werden, die sind ab morgen im Shop erhältlich. Und dann guckt ihr einfach auf goldenealuhut.de und klickt oben in der Navigation auf den Shop und sucht euch euer T-Shirt der Wahl aus. Vielen Dank. Sehr gerne. Also entweder spenden oder online kaufen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, deswegen würde ich gerne mit euch an die Bar gehen und vielleicht hat Lust, uns jemand zu erzählen, warum er hier ist und was es hier ausmacht. Kommt mit. Hallo, darf ich dich auf ein Bier einladen? Ach, das wäre ganz toll. Sehr schön, dann fangen wir doch damit mal an. Ja, mach das. Und ich habe meine Marken verloren. Aber das wird nicht das Problem sein. Ich wollte wissen, bist du zum ersten Mal hier? Ich bin das zweite Mal hier. Mein Hut auch. Der ist sehr, sehr schön. Wie kommt's, dass du hier gehst? Eine Freundin von mir hat mir von der Veranstaltung erzählt. Sie ist schon das vierte Mal hier. Und ich kenne die Veranstalterin aus einer Dokumentation. Und fand ihre Herangehensweise ganz toll, fand es ganz toll, dass sie das gemacht hat und war einfach gespannt auf die Veranstaltung. Es war letztes Mal schon richtig toll und dieses Mal ist auch super. Wie findest du das, dass jetzt auch positiv Preise verliehen werden? Besser. Also es ist natürlich immer eine Menge Information, eine Menge Input, die man mitnimmt. Es ist nicht immer ganz positiv, es ist immer ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Und so hat man natürlich nochmal einen Lichtblick. Letztes Mal hatten wir das auch so ein bisschen, am Ende hatten wir auch so ein paar positive Lichtblicke, aber dieses Mal ist es natürlich umso schöner. Was würdest du denn gerne so an die Community noch rausgeben, wenn du jetzt die Gelegenheit hast, was zu sagen? Kein Quatsch glauben, einfach immer alles hinterfragen, doppelt hinschauen. Heutzutage ist das wichtiger als jemals zuvor, denke ich. Ist vielleicht auch schwieriger, aber man sollte sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, alles mal zu hinterfragen. Sehr gut. Das heißt, wir werden dich die nächsten Jahre hier wahrscheinlich auch mit deinem schicken Hut wiedersehen. Selbstverständlich. Super. Freue ich mich drauf. Vielen Dank. Danke dir. Make facts great again. Ja. Dann genieß deine Pause. Danke. Holzboy. Sehr schön, herzlich willkommen zurück. Lovely. Ich bin immer noch so geflasht, wie voll der Saal ist. Das ist irre, das ist Wahnsinn. Wie schön, dass ihr heute alle da seid. So, Halbzeit durch die Show durch und weiter geht's. Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, wie wichtig es ist, dass wir zu diesen ganzen Desinformationsmedien und Desinformationsschleudern und YouTube-Kanälen und Instagram und Twitter und was es nicht noch alles gibt, auch die entsprechenden Gegenparts haben. Denn die Leute glauben so viel Käse, das ist einfach unfassbar. Mich schreiben auch jedes Jahr zum Event die Leute an, also die Schwurbler, und sagen, ich kenne dich nicht und ich finde dich total blöd, aber ich finde dich super, dass du mir diese Liste von Herzensmenschen online gestellt hast. So viele tolle Leute, die ich noch nicht kannte. Ich weiß, das war nicht dein Bestreben, dass ich jetzt diese Liste habe, aber danke dafür. Ja, wunderbar. Und damit du, lieber Herzensmensch, falls du mir jetzt gerade zuschaust, eine Liste von anderen tollen Leuten hast, möchte ich dir jetzt unsere Top 5 in der Kategorie Medien und Blogs für den Facts Heroes Award 2022 vorstellen. What's up?
Verpetzer, ja, Wahnsinn, großartig. Unser nächster Fact Hero ist ein ganzes Team, das ist so irre, dass ihr, ich bin immer noch total geflasht, wie ihr mitgeht bei diesen Videos und applaudiert, dass ich stehe da hinter der Bühne und feiere euch einfach nur dafür, wie großartig Spaß macht das eigentlich mit euch heute. Irre gut. Der Volksverpetzer ist übrigens der nächste Kandidat auf unserer Liste, der die Schrägstrich einen Rechtsstreit mit Querdenkenden gehabt hat. Allerdings haben die jetzt nicht den Michi Ballweg abgefrühstückt, sondern den Reichskanzler Füllmich. Und zwar auch mit dem gleichen Anwalt wie wir, Shan Jo-Yun. Spannend, oder? Wie viele Seiten Klageschrift waren das? 6.000? 6.000 Seiten? Kilo, es waren 6 Kilo. Gut, 6 Kilo Klageschrift, das muss man erstmal schaffen. Wie lange sitzt man damit, Quatschjura? Ich will es nicht wissen. Aber der Volksverpetzer ist heute hier. Ich möchte das gesamte Team des Volksverpetzers bitte auf unsere Bühne bitten. Seid meine Gäste. Euer Applaus. Warte, ich gebe dir dein Mikrofon. Mega! Ihr seid alle gekommen. Wie schön ist das? In den Augen, wirklich. Es ist so Wahnsinn. Thomas Laschek, der Chefredakteur des Volksverpetzers an meiner Seite mit seinem Team. Würdest du uns die Ehre erweisen, dein großartiges Team unserem Publikum vorzustellen? Ja, also ich habe schon ein Mikrofon. Ja. Ich habe hier Gordana, meine wunderschöne Assistentin. Wir haben Anke, die für uns im Impressum mit ihrer Tierarztpraxis steht und unseren ganzen Hass von Nazis abfängt. Doro, eine meiner besten Autorinnen. Ja, bitte Applaus für Doro, was soll das? Nebenan Saskia, die jetzt unsere Grafiken hübsch macht, endlich mal. Andreas war jahrelang meine rechte Hand, jetzt ist er andere Wege gegangen, aber ist immer natürlich einmal noch eine Ehrenpetze, also bitte einen ganz besonderen Applaus. Frederik ist ganz wichtig, der macht meinen Content und managt den, weil inzwischen kommen ja doch relativ viele Artikel immer rein und ich habe längst den Überblick verloren, aber er nicht, Dankeschön.
Und Marcello ist nicht nur gut darin, perfekte Tipps zu machen, in welches vegane Restaurant man gehen kann in Berlin, sondern er managt auch unsere E-Mails, weil es kommen enorm viele an und ziemlich viel davon Spam und er durchforstet sie. Danke dir. Mega, schön, dass ihr heute alle hier seid, unsere Gäste seid. Das ist euer Applaus. Möge er euch tragen durch die nächsten Jahre voller... Aber ich habe noch einen Award für euch. Nein, das ist der von Servus TV. Nein, so gemeint bin ich dann natürlich doch nicht. Zum Abschied sage ich leise Servus. Thank you for making facts great again. Dankeschön, danke dir, Julia. Vom ganzen Team. Auch ein Merch-Testchen stellvertretend. Das darf mal eine Assistentin ja, mitnehmen. Sehr gerne. Ja, wunderbar. Genau. Ihr kommt nachher nochmal alle auf unsere Bühne zum Schluss. Jetzt bleibt Thomas erstmal bei uns. Er hat 10 Minuten Stage-Time für euch, um euch vom Volksverpetzer von der Arbeit zu erzählen, wie wichtig das ist, die ganzen Fakes der Populisten gegenzuchecken und aufzuklären. Und ich lasse dich jetzt mit meinem Publikum allein. Viel Spaß mit der Propaganda. Jetzt gehört ihr alle mir. Eine kleine Korrektur zur Vorhin. Wir haben Füllmich, der Reichskanzler, war tatsächlich nicht der Kläger, er war nur der Anwalt des Klägers und ist auch schon weg vom Fenster. Wir haben festgestellt, dass Herr Füllmich sich verstritten hat mit seinem Mandanten Wolfgang Wodak und deswegen das Mandat gegen uns verloren hat. Und die zweite Korrektur, Füllmich ist nicht Wodaks Anwalt, zumindest mehr, und Chanjo war auch nicht unser Anwalt, also zumindest nicht vor Gericht. Er hat uns natürlich sehr, wir haben es mal so gesagt, wir haben einen Anwalt, der uns vor Gericht vertritt und einen vor YouTube, und das ist Chanjo Yun. An der einen Stelle haben wir ein kleines Geschenk für dich, Chanjo. Wir haben nämlich eine Domain, die wir dir schenken möchten, nämlich quatschjura.de. Ich habe nichts dabei. Ah, ja. Das ist ja mega, wirklich. Wie kamst du auf diese Idee? Entschuldige, das war das war nicht ich, das war der Marcello. Marcello. Oh, hey. Das ist ja Wahnsinn. Der hat sich gleich, als Chanjo das erste Mal den Begriff verwendet hat, hat er sich die Domain geschnappt. Fuchs. Und er hat nur auf den richtigen Moment gewartet. Ey, perfekt. Ey, wunderbar. Applaus, tolle Idee. Und... ihr werdet es vielleicht nicht glauben, ich glaube es selber nicht, aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich Chanjo persönlich treffe heute Abend. Es kommt einem gar nicht so vor, denn man zoomt eigentlich regelmäßig, auch mal zu erfreulichen Themen und nicht immer nur zu Abmahnungen. Da kommen doch auch ganz viele herein, aber ebenso das erste Mal sehe ich auch Julia, eine alte Freundin, die man das erste Mal persönlich trifft. Deswegen auch richtig schön, dass wir hier sein dürfen mit dem ganzen Team. Wir sehen uns als Team ja auch nicht regelmäßig, denn wir sind in ganz Deutschland verteilt und arbeiten alle im Homeoffice. Deswegen freut es mich riesig, dass wir hier so kommen können. Und ich möchte auch mal Danke sagen an euch alle und auch an alle Preisträgerinnen und Preisträger, die heute Abend da sind, die was gewonnen haben und die auch was nicht gewonnen haben. Ihr habt uns alle verdient. Und da freuen wir uns alle riesig dafür. Okay, einen habe ich. Einen Spruch, den ich immer gerne bringe, ist, oder eine Frage besser gesagt, warum hassen Nazis Quellenangaben im Internet? Sie hassen Links. Ich dachte, ihr seid das Publikum dafür. Deswegen sind wir ja auch links extrem. Nee, ich wünschte, unsere Existenz wäre gar nicht erst nötig. Aber hier sind wir nun mal, also machen wir das Beste draus. Und das ist auch ein bisschen so unser Motto. Gegen Nazis kämpfen, gegen Verschwörungsmythen, ist scheiße.
versuchen wir es ein bisschen lustiger zu machen, um uns ein bisschen zu motivieren. Ich denke mal, die meisten kennen den Volksverpetzer. Oh. Und ja, ich bin da der Chef, ich kann machen, was ich will. Aber eine Frage, die ich in meiner Arbeit oft nicht richtig beantworten kann und wofür ich euch jetzt gerade hier nötigen möchte, ist, warum sieht der Volksverpetzer so unseriös aus? Also nicht die schlampigen Grafiken oder meine vielen Tippfehler. Dafür habe ich ja meine bezaubernde Grafikerin, um das auch wieder auszubessern. Also nicht die Tippfehler, sondern die Grafiken natürlich. Nein, warum der Clickbait, die Emotionen, die reißerischen Überschriften, das wirkt doch total unseriös. Ich habe öfter mal Leute gesehen, hey, mach doch mal ein bisschen seriös, ihr macht gute Arbeit, aber das sieht so kacke aus. Oder ich glaube, es war der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow, der sagt, ihr macht super Arbeit, aber ich kann euch leider nicht teilen. Ja, das hat zwei Gründe. Also erstens, ohne das wäre ich nicht hier. Also ohne diese Search Engine Optimierung, ohne Clickbait, ohne das Ausnutzen von den Trends, ohne Emotionen, ohne auch mal Spaß zu haben. Das sind genau die Dinge, die Content im Netz viral gehen lassen. Das sind genau die Dinge, die die Fake News im Internet viral gehen lassen. Und wir haben kein Kapital, keine Regierung, keine Stiftung, kein Erbe, kein Unternehmen. Wir mussten unsere Reichweite komplett organisch aufbauen. Das war einfach nur ich, der eines Tages genug hatte von den Fake News. Das war im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise im Herbst 2015. Und ich habe mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass jede Bullshit-Meldung viral geht, aber wenn ich sage, das ist Bullshit, dann nicht. Obwohl ich natürlich da die Fakten auf meiner Seite habe und Quellen habe. Ich meine, es sind teilweise damals Fake News durch die Gegend gezogen. Die haben hunderttausende Aufrufe bekommen und zwar auf einer Webseite, bild dir deinen eigenen Fake. Also, come on, wieso fallt ihr auf sowas rein? Wir haben nicht, wie viele Rechtsextreme, irgendwelche Milliardäre, die teilweise verdeckt, teilweise aus dem Ausland, die pushen können und finanzieren können. Wir haben uns geärgert, dass der größte Blödsinn voller Hass und Lügen viral gegangen ist. Und ich habe mir gedacht, kann ich nicht dasselbe machen mit den Fakten? Und das ist ein bisschen das, was wir gemacht haben. Deswegen kommen wir zum zweiten Punkt. Nämlich, wer emotionale Texte nicht mag, wer reißerische Überschriften nicht mag, der braucht auch nicht den Volksverpetzer. Der fällt ja eh nicht auf die Fake News herein. Oder? Faktenchecks. Dankeschön. Mein Problem ist, Faktenchecks dürfen kein Elfenbeinturm-Circle-Jerk sein, wo sich Studierte für Studierte Dinge widerlegen, die dort sowieso keiner glaubt. Ich meine, die Bild ist ein elendes Lügenblatt, aber die erreichen viel mehr Menschen als jede noch so gute Studie. Und wir müssen auch nur mehr gesehen werden mit den Fakten, wir müssen auch noch dann bei den Leuten ankommen und verstanden werden. Ich meine, was nützt es einem Faktencheck, der ruhig, sachlich und ganz ehrlich langweilig ist, zwei Wochen später, nachdem der Fake seinen Schaden bereits angerichtet hat und der ein paar tausend Leute erreicht, die das sowieso nie geglaubt haben. Ich meine, ich habe eine Zeit lang versucht, wirklich seriöse Faktenchecks zu machen. Ich hab versucht, die Leute an die Hand zu nehmen. So, ja, ich weiß, ihr hasst Frau Merkel und ihr hasst Geflüchtete, aber das stimmt halt einfach nicht. Ich wurde trotzdem als linksgrün versiffter Merkel-Jünger beschimpft. Es spielt einfach keine Rolle. Und deswegen, nach dem Ausprobieren, nach dem Scheitern und Erfolg, mit dem Sprechen von Experten und Experten und den vielen Studien habe ich festgestellt, wenn wir Desinformation bekämpfen müssen, müssen wir nicht nur ständig Mythen widersprechen, wir müssen Propaganda für die Wahrheit machen. Wir müssen Gegennarrative pushen. Und dann ist es natürlich umso glaubwürdiger, wenn wir sonst von niemandem abhängig sind, keiner Partei, keinem Unternehmen, keiner Regierung. Und dafür sind wir euch riesig dankbar, denn ihr macht das alles ermöglicht. Ihr habt die ganz vielen Leute hier gesehen, die gibt es nur wegen euch, weil ihr uns unterstützt, weil es sonst niemand tut, auch wenn gerne euch Aluhüte gerne was anderes erzählen. Und dafür bin ich riesig, riesig dankbar und an dieser Stelle möchte ich euch alle danken, denn ich wäre nicht hier ohne euch. Dankeschön. Aber das ist ja das Coole,
wir sind ein kleines Team, aber wir konnten ja schon so viel erreichen. Und es soll jetzt nicht Eigenlob sein. Ich will nicht sagen, das ist jetzt der richtige Weg, aber ich will sagen, im Großen und im Kleinen können wir uns alle für Aufklärung einsetzen und für Demokratie einsetzen. Und ich möchte, dass ihr das wisst, was wir machen und warum wir es machen. Und ich danke euch, dass ihr unsere Arbeit so wertschätzt. Wir geben uns große Mühe. Und wir wollen auch in Zukunft euer Vertrauen in uns nicht enttäuschen. Aber der Kampf für Aufklärung ist eine Mammutaufgabe. Und auch wenn wir heute ausgezeichnet worden sind, ihr alle Nominierten dieses Awards und gerade auch Julia mit ihrem tollen Team vom Goldenen Aluhut, ihr seid alle ein wichtiger Teil davon, dass die Welt und Social Media ein kleines bisschen weniger scheiße ist. Und wir danken euch dafür, ein Teil sein zu dürfen. Aber ja, ich habe genug geredet, denn wie sagt man, reden ist Silberberger, schweigen ist Goldener Aluhut. Dankeschön. Dankeschön. Das ist dein Applaus, Thomas. Applaus für Thomas Laschet und den Volksverpetzer. So großartig. Ja. Mensch, und Shanjo, viel Spaß mit der Domain, ne? Quatschjura.de. Das war ja schon längst überfällig, wird großartig. Ja, genau. Wieso bist du eigentlich nicht selbst drauf gekommen? Das ist eine berechtigte Frage. Schön. Das hätten wir channeln müssen. Dann wärst du bestimmt drauf gekommen. Was uns, was für eine Überleitung zu unserer nächsten Kategorie bringt, weil wir haben noch einer steht da noch dran. Also eigentlich stehen noch mehrere hier. Aber wir haben noch einen Aluhut zu vergeben. Wir haben nämlich auch eine weitere Kategorie. Und was wäre eine Verleihung des goldenen Aluhutes ohne folgende Kategorie? Medizin. Und die Pseudowissenschaften und Esoterik. Ich bin noch voll in gestern. Ich hätte diesen Orgoniten mitnehmen sollen. Wir sind total. Die neuen Kategorien, so wir noch voll im Medizin und Wissenschaften, wäre es eigentlich gewesen. Aber nein, wir haben gesagt, hier, Wissenschaften sind es ja eh nicht, es sind Pseudowissenschaften und deswegen auch diesen Preis. Genau, Magie ist Physik durch Wollen, mein Freund. Magie ist Physik durch Wollen. Dr. Axel Stoll, muss man wissen. Richtig. So, und ihr bestellt euch jetzt einen Warten, nee, macht ihr nicht. Wir machen jetzt Top 5 der Pseudowissenschaften und Esoterik. Thank you.
Ja, verdient. Eigentlich verdient von allen, aber Astro Toni, das ist eigentlich schon eine sehr lange Geschichte und eigentlich hätte jetzt auch hier der Hans stehen müssen, unser Physiker, der auch auf YouTube schon mal oder in den Kommentaren schon mal mit Ihnen Auseinandersetzungen hatte. Aber Astro Toni ist eigentlich so eine, ja, wie soll man, also das mit dem kühlenden Mondlicht. Ich weiß nicht, ob das jemand damals mitbekommen hat. Seine Theorie war, also abgesehen davon, dass die Erde flach ist und der Mond ein Hologramm ist, natürlich, dass das Mondlicht kühlt. Da hat er ein Experiment gemacht, ganz einfach. Er hat Wasser genommen und es innen ins Zimmer gestellt und eins nach draußen ins Mondlicht. Im Winter. Spannend, sehr ergebnisreich und natürlich auch sehr spannend in der Auslegung entsprechend. Aber um nochmal Stoll zu zitieren, Magie ist Physik durch Wollen. Nein, also was soll man bei der flachen Erde eigentlich noch sagen? Ja, es gab Experimente, einen Laser über einen See zu schicken und entsprechend dann was zu messen. Und die haben natürlich alle gemessen, dass da eine Krümmung ist. Aber irgendwie, da hört es mit der logischen Verfolgbarkeit dann auch auf. Und eigentlich ist dieses auch dieser Flacherdschwurbel, auch die Chemtrails so oder so, dass dieses Granderwasser, dieses Ganze, so ein bisschen auch noch so der gute alte Schwurbel, den wir früher halt gehabt haben, bevor es dann wirklich in ernste Themen ging, die Gesellschaft wirklich berühren und auch die Demokratie bedrohen können. Aber jetzt diese Ansätze noch so, die flache Erde, dann die Expedition zum Südpol, der ja nicht existiert, die steht, glaube ich, auch noch aus, wo jemand wirklich crowdfundingmäßig halt zu dieser Ice Wall irgendwie Geld gesammelt hat, um dorthin zu kommen. Ja, verdient in diesem Punkt wahrscheinlich auch eine Inspiration für viele. Toni, Dankeschön für dein Lebenswerk. Danke, Astro Toni, für dein Lebenswerk. Damit hätten wir die drei goldenen Aluhüte auch abgefrühstückt. Das heißt, einer ging nach Österreich, einer ging in die Schweiz und der andere geht nach Russland. Ne? Genau. Ja, genau, richtig. Ja. Und da muss ich gerade noch mal an den Astro Toni denken. Der war ja schon oft im Voting, aber der hat nie gewonnen. Und endlich hat er es mal geschafft. Endlich. Das ist so. Genauso wie Servus TV, die haben es auch nie geschafft. Jedes Jahr waren die im Voting und die wurden immer überholt von Compact oder von sonst irgendwem. Und dieses Mal haben sie es geschafft. Mensch, das ist doch schön. Und nur weil der Astro Toni festgestellt hat, dass nachts kälter ist als draußen. Das ist doch toll, ja. Gut gesagt. Ne? So, jetzt haben wir, ja, da kann man ruhig mal klatschen, ne? Jawohl. Wo die Pseudowissenschaften sind, ist die Wissenschaft auch nicht weit. Und Rüdiger hat ja so ein wunderbares Homöopathie-Shirt. Hast du es eigentlich dem Publikum gezeigt? Ja, Homöopathie wirkt nämlich nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ding, 5000 Euro, hallo Hewert, schöne Grüße von Nathalie Grams. Kennt ihr die Geschichte noch bestimmt? Aber nun kommen wir zu unserer nächsten Kategorie Wissenschaften vom Facts Heroes Award. Und hier habt ihr ganz großartige Menschen in unsere Nominierungen gespült, die sich für die Aufklärung im wissenschaftlichen Bereich bemüht haben. Nicht umsonst ein Grund, warum wir diese Kategorie auf den letzten Platz gesetzt haben, weil das eine der wichtigsten Kategorien ist, gerade in den heutigen Zeiten. Hier sind eure Top 5 in dem Bereich Wissenschaften.
Oh ja, wissenschaftliche Aufklärung ist heute wichtiger denn je. Applaudiert bitte. Das ist so, so, so wichtig. Nicht nur in Zeiten der Pandemie, auch in Zeiten der Klimakrise. Es gibt ja noch viele andere Wissenschaften, Rechtswissenschaften, Medienwissenschaften. Im Endeffekt vergeben wir den Fact Heroes Award für ganz viele Menschen, die auch wissenschaftlich arbeiten. Und so viele Leute da draußen, die einfach die absoluten Basics nicht verstehen. Von den absolut grundlegendsten Dingen, wie Impfungen funktionieren. Magnetische Impfungen. Leute, bitte, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wie viele Videos haben wir gesehen, wo sie ihre Schlüssel da angebeppt haben und sich darüber, oh mein Gott, mein Arm ist magnetisch. Das ist doch grauenhaft, das kann doch überhaupt gar nicht funktionieren. Da fehlt es wirklich an dem absoluten Basiswissen. Und deswegen bin ich dankbar, wirklich für jeden und für jede, die ihre fachliche Kompetenz und Expertise auf ihren Kanälen zur Verfügung stellt. Und uns darüber aufklärt, über die Dinge, die wir vielleicht nicht wissen. Sachen, die wir nicht gelernt haben, weil wir das Fach nicht studiert haben. Wo wir vielleicht gar nicht wissen, wo wir ansetzen sollen, um uns zu informieren. Genau deswegen ist diese Expertise so wichtig. Für uns als Menschen, die jetzt nicht in den Wissenschaften studiert haben oder arbeiten, diese Sachen zu erfassen und eine fundierte Meinung zu haben, Handlungsfähigkeit zu erlangen und uns tatsächlich mit diesen Sachen auch adäquat auseinanderzusetzen. Und deswegen freue ich mich auch besonders, dass unser dritter Facts Hero heute hier ist und ich bitte ihn auf die Bühne, Dr. Janosch Hegedűs. Herzlich willkommen! Janosch, wie schön, dass du heute hier bist. Darf ich dich umarmen? Danke schön. Wunderbar. Es war ja bis zum Schluss nicht sicher, ob... Nein, dein Applaus, den nehmen wir auf jeden Fall richtig mit. Den kosten wir aus. Jawohl. Verdient. Verdient, verdient, verdient. Aber es war ja bis zum Schluss nicht so sicher, ob du gewinnst. Du hast dich ja wirklich gebattelt mit Flo Plus. Ja, das war echt heftig. Das fand ich so. Das war auch so großartig. Also jedes Mal, wenn wir reingeguckt haben, dann zum Schluss, als das Voting so langsam gen Ende zuging und ich die Grafik gemacht habe, ich muss schnell die Grafik ändern, schon wieder neuer auf Platz 1. Schon wieder Janosch, nein, schon wieder Flo Plus. Ich warte jetzt einfach mal ab bis Mitternacht, bis ich diese Grafik hier fertig mache. Es hat ja keinen Sinn, aber es ist so schön zu sehen, was passiert, wenn die Fanbases mit abstimmen und jemanden wirklich verdient auf Platz 1 voten. Ja, ja. Ich kann mich dafür nur bedanken. Du hast ihn auch wirklich verdient und der letzte Facts Heroes Award geht sozusagen an dich. Wissenschaften, thank you for making facts great again. Auch für dich ein Beutel. Extra für dich habe ich einen Homöopathiebeutel ausgewählt. Oh, danke, ne? Zauberhaft. Ja, das konnte ich mir nicht greifen. Aber wir stellen ihn dir an die Seite. Ich nehme mal kurz an mich. Dankeschön. Soll ich ihn dir wieder abnehmen? Ja, danke. Das machen wir doch gerne. Ganz lieb. Und dann darfst du deine wissenschaftliche Propaganda an unser Publikum verbreiten für die nächsten 10 Minuten. Wir sehen uns. Ich dachte, gleich. Ich habe 20. Krieg mal hin. Dankeschön. Also ich habe wirklich nicht gedacht, dass wir als winzig kleines Team einen Preis gewinnen können. Und ich sage ganz bewusst wir, weil ich nur die Hälfte des Teams bin. Die andere Hälfte, meine liebe Frau, sitzt hier unten, immer im Hintergrund. Aber ohne sie wäre das definitiv nicht möglich. Und ja, was für ein Rennen. Ich würde nicht sagen gegen Flo Plus, mit Flo Plus, weil wir waren im Hintergrund die ganze Zeit miteinander in Kontakt. Und wir haben dann auch die ganze Abstimmung angeguckt. Und als wir gesehen haben, Martin Moder ist da, dann haben wir gesagt, ach ja, nee, keine Chance. Dann Mai, wenn sie nur ein Wort auf Twitter sagt oder so, dann sind wir gleich raus. Aber ja, das ist dann doch so geworden. Aber ich weiß inzwischen, es sind fast 7000 Menschen, die heute Abend lieber jemand anderen auf dieser Bühne sehen würden, nämlich Flo Plus. Und für Sie haben wir ein kleines Geschenk mitgebracht. So dass Flo Plus auch ein bisschen hier mit uns sein kann. Also Flo, viele Grüße. Ich finde es sehr gut, dass heute nicht nur goldene Aluhüte vergeben werden, sondern auch Menschen Aufmerksamkeit bekommen, die sich gegen Pseudowissenschaften, gegen Charlatanerie und Fake News einsetzen. Ich habe erstmalig in meinem Leben über Verschwörungstheorien gehört,
als ich vor etwa 20 Jahren meinen ersten internetfähigen Laptop bekommen habe. Und frag mich bitte nicht, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich auf solche Seiten gelandet bin, aber ich kann mich sehr gut an einzelnen Foren erinnern, in denen Menschen darüber diskutiert haben, wie die Mondlandung gefährlich sei, wie die Erde hohl wäre. Es gab dann haufenweise Geschichten über Geister, UFOs und ja, ihr könnt euch, denke ich, vorstellen, was alles. Und ich fand diese Geschichten am Anfang tatsächlich sehr lustig. Mit meinen Freunden haben wir viel Spaß dran gehabt und auch viel gelacht. Aber heute lache ich nicht mehr. Ich denke, spätestens nach diesen letzten 2 Jahren ist es uns alle klar geworden sein, wie unglaublich gefährlich Verschwörungserzählungen sind. Während wir noch über diese lustigen Geschichten gelacht haben, vernetzten sich Verschwörungsgläubiger schon. Sie haben ihre schräge Welt weiter ausgebaut, alles miteinander verknüpft und ihre Lügen teilweise echt schick und gut verdaulich verpackt. Und sie erreichen heutzutage Massen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass immer mehr Menschen an die wildesten Verschwörungsvorstellungen glauben würden, aber jede Lüge, jede Halbwahrheit, die sich irgendwie verbreitet, die wir tolerieren, greift die Fundamente unserer wissenschaftsbasierten Gesellschaft an. Ich bin Arzt und kann euch deswegen nur Beispiele aus diesem Fachgebiet nennen, wobei die Probleme natürlich viel weiter verbreitet sind. Ich habe in einem meiner ersten Videos sogar selber die Fehler gemacht und Homöopathie als nicht so schlimm bezeichnet. Sie würde ja nicht über die Placebo-Effekt hinaus wirken, aber hey, doch schadet nicht. Was für ein gewaltiger Irrtum. Homöopathie ist unglaublich schädlich und das liegt nicht an die kleinen Zuckerkügelchen. Es liegt vielmehr daran, dass wir etwas absolut Unwissenschaftliches tolerieren, akzeptieren und sogar durch unsere Steuergelder, durch die Krankenkassen aktiv finanziell unterstützen. Und was machen wir damit? Wir setzen Unfug mit Wissenschaften gleich. Wir bieten Homöopathie als eine echte Alternative zur evidenzbasierten Medizin an. Was soll der normale Bürger damit anfangen? Was soll daraus werden? Sowas öffnet natürlich nur die Tür für noch mehr. Wenn wir heute sagen, wir akzeptieren die Tatsache oder ja, die Behauptung, dass Heilung durch Information oder durch irgendwelche komischen Schwingungen möglich ist, dann wie wäre es mit einigen neuen Untersuchungsmethoden? Warum dann nicht etwas ausdenken, was uns helfen sollte, die besten Zuckerkügelchen für alles einfach auszuwählen? Bis man 2-mal blinzelt, werden dann überall Bioresonanz, Quantensteine und auch Anti-Elektrosmog-Geräte angeboten. Und diese Geräte machen zwar nichts, aber sie schaden ja auch nicht. Naja, vielleicht nicht direkt, aber was passiert in den Köpfen der Menschen? Der Glaube an Pseudowissenschaften steigt, wächst und der an die echten Wissenschaften sinkt. Und wo das hinführt, muss ich euch wahrscheinlich nicht mehr erzählen. Es ist deswegen enorm wichtig, dass wir diese Entwicklung bekämpfen. Ich habe das Gefühl, dass sich langsam etwas tut. Die Stimmen der Vernunft sind in der letzten Zeit ein bisschen lauter geworden und das ist gut so, da wir enorm viel zu tun haben. Wir müssen uns viel besser organisieren. Ich kann euch nur aus eigener Erfahrung erzählen, vor einer Kamera zu treten und mit dem Finger auf Scharlatane zu zeigen, ist nicht einfach. Es würde sicherlich besser gehen, wenn man von Anfang an wüsste, dass man nicht alleine ist. Ich denke, wir könnten noch viel Menschen motivieren, Aufklärungsarbeit zu machen, wenn wir zeigen würden, wie das geht und wer noch mit dabei ist. Ich wurde am Anfang ziemlich komisch dafür angeguckt, was ich mache, auf meinem YouTube-Kanal vor allem. Ich kannte niemanden, ich wusste nicht, dass zum Beispiel sowas wie die Skeptikergesellschaft existiert und daher freue ich mich sehr, dass wir uns heute hier zeigen dürfen und damit vielleicht auch anderen Mut machen können.
Wir müssen uns außerdem langfristig die Frage stellen, wie wollen wir das Abdriften von Menschen in Verschwörungsglauben verhindern? Und das geht meiner Meinung nach nur durch Bildung. Und ich freue mich auch deswegen ganz sehr auf das Facts Project, was ihr am 15.11. starten möchtet. Wenn ich letztes Jahr schon, ach, bin ich, ja, aber dieses Jahr geht es weiter. Ja. Und ich hoffe, dass solche Angebote noch weiter erweitert werden, mehr angeboten werden. Aber wenn wir eigentlich ganz ehrlich sind, das müsste man schon in der Schule anfangen. Ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft langsam doch erkennen, wie wichtig kritisches Denken und Medienkompetenz sind. Und ich habe leider manchmal das Gefühl, dass Faktenchecker, Debunker oder Skeptiker, also wir, doch recht häufig wie eine Art fremde Spezies angeguckt werden. Wie die komische Geeks oder wie die neunmal kluge Wichtigtuer, die nichts Besseres zu tun haben, als Videos zu drehen oder Blogs zu schreiben oder Podcasts zu machen. Ich befürchte eine Zukunft, in der wir als die komischen Typen im Dorf bezeichnet und belächelt werden, ist gar nicht so unvorstellbar. Und es nützt daher nichts, dass wir in unserer Informationsblase für uns selbst nach Wahrheit suchen. Wir müssen das unbedingt nach außen kommunizieren. Wir müssen Unsinn bekämpfen, aktiv. Und daher möchte ich meine Rede mit einem Appell an euch schließen. Toleriert bitte keinen Unsinn. Ihr müsst nicht sofort eure eigenen Blogs oder Podcasts starten, das meine ich damit nicht. Meiner Erfahrung nach bieten sich auch im ganz normalen Alltag genügend Möglichkeiten an, euch mit verwirrten oder fehlinformierten Menschen zu streiten oder Gespräche zu führen. Streiten mit richtig Hardcore-Verschwörungsgläubiger bringt nichts. Das sollte meiner Meinung nach niemand versuchen. Das ist wirklich nur verschwendete Lebenszeit. Aber wenn jemand in der Mittagspause zum Beispiel davon erzählt, wie die neueste Magnetbänder alle möglichen Krankheiten so einfach heilen können, dann könnte man zum Beispiel etwas tun. Und bitte vergiss dabei nicht, wenn wir etwas lange tolerieren, kriegen wir es nie wieder los. Das sind doch keine 20 Minuten geworden. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, dass du unser Gast gewesen bist. Dein Applaus, ja. Absolut verdienter Applaus und absolut verdienter 36,5% im Bereich Wissenschaften. Und was für ein großartiges Statement und für eine großartige Rede. Was ein wundervoller Abschluss für eine tolle Veranstaltung. Da kann ich doch nur noch meine Facts Heroes auf die Bühne bitten. Shanju Yun noch einmal und den Volksverpetzer. Dankeschön. Ja, das Team bitte auch noch. Kommt, kommt, der Volksverpetzer. Wenn dann alle. Ja, richtig. Hopp, hopp, go, 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 go. Ja. Ja, das war der Goldene Aluhut 2022 und Facts Heroes Award. Und das sind unsere Facts Heroes. Rechtsanwalt Shanju Yun, der Volksverpetzer, der Faktenchecker unter den Politblogs und Dr. Janosch Hegedüsch mit seiner Sprechstunde, der Arzt, dem die Blogger vertrauen, die Schwurbler aber nicht. Mega danke, dass ihr unsere Gäste gewesen seid. Das ist euer Applaus. Und ich sehe, das Showkonzept gefällt euch. 2023 gibt es selbstverständlich wieder die Goldene Aluhut-Show mit dem zweiten Facts Heroes Award. Also notiert euch schon mal, ja, notiert euch schon mal eure Favoritinnen und Favoriten, denn auch nächstes Jahr stimmen wir wieder ab. Und nun wünsche ich euch eine wunderbare Heimreise. Steigt in eure Flugscheiben, channelt nach Hause zum Aldebaran, nehmt euch einen Warsteiner mit und dürft niemals vergessen, we make facts great again. Danke, dass ihr unsere Gäste gewesen seid. Dankeschön. Und der Applaus für die Facts Heroes 2022.
Und natürlich euer Applaus, denn ihr seid das großartigste Publikum, das wir jemals gehabt haben. Schön.